Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, wir haben wieder bei uns in der Facebook-Gruppe Hand in Hand kreativ ein neues Thema. Und diesmal ist das Thema Flipbook. Ich habe jetzt zum allerersten Mal eins gemacht. Es gibt auch wahnsinnig viele Tutorials darüber. Liebesfuchs macht da gerade welche und auch viele andere. Es gibt x Möglichkeiten, so ein Flipbook herzustellen, ob man faltet oder mit Briefumschlägen, mit Washi-Tape, das zusammenhält, also es sind ganz, ganz viele Sachen offen, wie man letztendlich sowas herstellen kann. Ich habe jetzt nur einen Klappmechanismus benutzt und ja, wollte euch das gerne einmal zeigen. So sieht es halt von außen aus, von hinten sieht es halt genauso aus. Und dann öffne ich das jetzt einmal kurz. Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen, außer dass es klappbar ist. Und dass es relativ klein ist. Die Kordel habe ich hinten befestigt. Und dann kann man das hier einmal umklappen. Hier ist einmal der Brief drin. Und ich habe dann hier einfach solche Buchecken benutzt, wo man den Brief dann halt rein und raus nehmen könnte. Und dann habe ich hier noch so kleine Goodies, die man alle rausnehmen kann und dann wieder verwenden kann. Und dann kann man das einmal nach hier klappen. Ja, wie gesagt, das ist hier alles, das kann man alles rausnehmen. Das habe ich jetzt nicht festgeklebt, weil ich dachte, Mensch, das könnte man ja alles wieder verwenden. Und dann kann man das nach hier klappen. Das hier ist zum Beispiel mit einem Magnet, also dann könnte man die Karten hier auch nochmal rausholen. Da habe ich einfach ein Magnet drunter gebaut. Ja, und dann klappt man das halt nach hier und dann kann man das Ganze noch nach außen einmal klappen. Hier habe ich dann auch noch mal so kleine Goodies und so sieht das letztendlich aus. Also wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, die herzustellen. Ich habe jetzt diese Variante gewählt und ich fand das eigentlich ganz witzig und ich denke, dass ich auf jeden Fall noch eins machen werde. Wann ich aber dafür Zeit finde, kann ich immer nicht sagen. Aber es macht ganz viel Spaß, so viel kann ich euch schon mal sagen. Und ja, das war's auch. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde euch natürlich jetzt im Verlauf dieses Videos noch die anderen Projekte vorstellen, beziehungsweise werde euch da Fotos und die jeweiligen Videos zu verlinken in der Infobox. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!